So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich fange jetzt doch damit an. Mit der FIFA World Cup Russia 2018 oder WM 2018 Stickertütchen. Und ja, ich habe das Stickeralbum für die Serie noch nicht angeboxt, weil ich will es mir noch nicht holen. Weil das normale kostet 2 Euro. Das gibt es zurzeit überall zu kaufen. Ich warte zwischen den 5.4. und dem 10.4. soll das Hardcover, das Exklusive, wieder rauskommen für rund 9,95 Euro. Wenn ich es habe, werde ich es natürlich sofort unboxen, weil ich möchte, wenn ich schon anfange, das richtig dicke haben wie letzte WM und EM. Da möchte ich schon das richtig dicke Hardcover haben für 9,95 Euro. Deswegen habe ich noch kein Sticker-Album angeboxt. Deswegen aber trotzdem jetzt mal die ersten Tütchen. Und ihr wisst, wenn ihr damit anfangt, muss euch eins klar sein. Es wurde schon ausgerechnet. Wenn ihr das Sticker-Album voll haben möchtet, dann, wenn ihr Glück habt, braucht ihr nur 700 Euro. Ihr habt richtig gehört. 700 Euro braucht ihr für das Stickeralbum. Man hat aber kein Glück, also muss man mindestens mit 100 oder 200 Euro mehr rechnen. Also rechnen mal zwischen 700 und 900 Euro braucht man, um das Stickeralbum vollzukriegen. Das dazu. Aber jetzt öffne ich meine ersten WM 2018 Panini-Sticker. Tütchen. Und bevor ihr euch beschwert, auch hier zählt, ich gehe nicht auf die Spiele ein oder auf die Vereine ein. Wenn ihr mehr von den Spielern oder Vereine gerne haben möchtet, drückt ihr immer wieder auf Pause. So viel Zeit gebe ich euch. So, und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, waren es 5 Sticker. Und was kostet so ein Tütchen? 90 Cent. Das ist schon eine Hausnummer. Und deswegen kommt auch der hohe Kurs der Sammelmappe. Ich sag ja, zwischen 700 und 900 Euro müsst ihr rechnen, wenn ihr eure Sammelmappe oder in dem Fall das Stickeralbum voll haben wollt. Das muss euch auf jeden Fall klar sein, wenn ihr jetzt damit anfangt. Eine goldene. Ein WM-Logo. Das ist die Nummer 00. Keine Ahnung, was das bedeutet. Eben 00. Vielleicht gibt es in der Mitte so ein großes Poster. Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe das Stickeralbum noch nicht. Ich warte zwischen 5. und 10.4. ab. Da kommt das Hardcover-Stickeralbum raus. Für 9,95 Euro. Das normale kostet 2 Euro und das kriegt man schon überall. Aber ihr wisst ja auch, wenn ich was anfange, dann will ich es auch zu Ende bringen. Da habe ich mir gedacht, dann warten wir so lange, bis das Hardcover-Sticker-Album rauskommt. Hatte ich ja sonst auch angeboxt. Und ihr seid natürlich gefragt, wie immer, wie ihr das Ganze seht, wenn so ein Stickeralbum voll ist, die Kosten. 90 Cent Tüte. Ja, jetzt kommt die Gebühren und hast du nicht gesehen. Aber was haltet ihr überhaupt von der Serie? Wie findet ihr sie? Sammelt ihr sie selber? All das könnt ihr und sollt ihr über die WM 2018 hier in die Kommentare schreiben. Also das ist wichtig für mich, weil danach sehe ich, wie viel Andrang besteht. Dann werde ich mir natürlich öfters mal so Stickertütchen gönnen und öfters die Videos machen von Russia 2018, obwohl ich ja die Sammelmappen, die Boosterkarten lieber finde, aber sie ging jetzt auch an mir nicht spurlos vorbei. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie das Hardcover
Sammelmappe aussieht. Also das ist es nun, mein letztes Stickertütchen von Panini. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, das versuche ich unter ein Video zu verlinken. Wie gesagt, sicher und bequem. Günstiger? Naja, ist was anderes. Brandneu? Deswegen wird sie noch nicht ein bisschen günstiger geben. Es gibt auch Pakete für 7 Euro, 5 Euro, wo so 10 Tütchen bei sind. Das Stickeralbum zusammen für 9 Euro habe ich, glaube ich, schon gesehen. Aber ich versuche es unter dem Video zu verlinken, wenn es schon online zu kaufen gibt. Also, das waren sie jetzt. Meine ersten WM-Stickertütchen von Panini. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare. Ansonsten war es das und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.